Maxi! Und ich heiße Blossom. Hallo, Maxi. Warum bist du hier? Plötzlich. Gefällt er dir? Was habt ihr mit ihm gemacht? Nichts. Jedenfalls nichts, was er nicht freiwillig wollte. Bleib du bei Darkseid. Ich nehm Blossom. Meinst du das ernst? Hey, willst du mich wirklich? Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Das ist aber schade. Ich dachte, wir feiern noch. Maxi! Das ist der Vampir! Das nenne ich Liebe. Die schönste und wunderbarste Gabe der Welt. Und? Ich dachte, ihr könnt... Ich denke nur noch an ihn. Verstehst du das, Maxi? Ja. Mir geht es genauso. Hey. War das etwa eine Liebeserklärung? Und dasselbe gilt für dich. Stell dir vor, du könntest 100 Jahre lang 16 sein. Komm, sag's mir. Was hast du gespürt, als du mich das erste Mal sahst? War es wie ein Blick in die Sonne? Ein kurzer Blick, der für die Ewigkeit langt? Und ich bitte dich, werd so wie ich. Willst du das? Ja. Ich weiß nicht. Nein. Doch. Ach du diabolischer Liebespatschkitsch! Maxi, das ist ein Vampir! Los, wir müssen ihn weg! Maxi! Sobald Darkseid fertig ist, werden sie kommen! Maxi, komm! Hey, Freund, wo steckst du? Ich biete dir ein Königreich für ein paar Sonnenstrahlen! Das ist mein Wort! Darkseid! Los, raus mit euch! Raus! Und ihr bleibt da, wo ihr seid! Beim Heiligen Dracul! Der Steinmann! Gib dir nicht, Darkseid! Komm in die Sonne! Das wollt ihr doch alle! Oh, Blossom, danach sehnst du dich so! Das ist die andere Seite der Ewigkeit! Der Gang in die Sonne! Die einzige Lösung, Erlösung für einen Vampir! Wollt ihr noch immer zurück in die Hölle? Nichts. Und wir kommen nie mehr wieder zurück! Ich denk nicht dran. Ich lass Vanessa und Klette nicht einfach im Stich. Hast du Maxi gebissen? Nicht richtig. Er wollte es nicht. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Spätestens heute Abend ist er einer von uns. Dann liegt das Kuckucksei ja im Nest.
Sie glauben, ich war aus Stein und wurde wieder gerettet. Dann gibt es doch noch eine andere Lösung? Als den Tod? Ja, natürlich. Die Liebe. Die Liebe erlöst sie. Das ist die Legende, an die alle glauben. Deshalb gehen sie alle ins Licht. Und deshalb zerschlägt Darkseid bam, bam, bam alle Figuren. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Warum willst du das wissen? Bist du etwa verliebt? Oh ja, es ist Blossom, diese Schlange. Aber Maxi, sie hat Leon geholt, genauso wie sie dich holen will. Und das mit der Liebe ist nur ein Märchen. Ich wurde niemals gebissen. Ich war niemals aus Stein. Ich habe das nur gemacht, damit ihr mir verzeiht. Damit ich euch rette. Maxi, soll das unser letzter Sonnenuntergang sein? Okay. Du übernimmst die erste Wache. Gut. Und morgen sind alle Vampire Geschichte. Hey, Inkoink! Das Märchen hat mir besser gefallen. Der Steinmann. Seine Sonnenkanone. Wir könnten durch Zwielicht flitzen. Dann sehen sie uns nur, wenn wir starten und bremsen. Nein. Was erledigt Blossom für uns? Wenn sie noch länger wartet, dann will Maxi sie nicht mehr. Dann ist sie zu alt. Blossom. Sie wecken das Kuckucksei. Ist alles ruhig? Ja. Und falls sie da sind, haben sie Respekt vor unserer Kanone. Also benutzt sie auch. Selbst wenn Blossom kommt. Maxi. Vampir ist Vampir. Ich hab's kapiert. Gut. Das ist gut. Sobald sie ihn beißt, schlagen wir zu. Was willst du? Wir greifen gleich an. Das weiß ich. Und wir werden euch damit versteinern. Vielleicht. Und falls nicht, dann beißen wir euch. Und dann lassen wir euch und dich liegen, bis die Sonne aufgeht. Der Effekt ist derselbe. Und? Was habt ihr davon? Dasselbe wie ihr. Wir wollen nicht, dass noch mehr von uns sterben. Dann gibt es wohl Krieg. Maxi, bitte. Ich bitte dich. Und ich brauche dich, Maxi. Der wievielte bin ich? Wen hast du sonst noch verführt und belogen? Niemanden. Du bist der Erste. Und was ist mit Leon? Nichts. Überhaupt nichts. Er hat geschlafen, als ich ihn gebissen habe. Er war der Köder für euch und Vanessa. Schau mich doch an. Ich altere schon. Meine Zeit ist bald um. Darkseid hat mich vor 100 Jahren gebissen. Und wenn du mich jetzt nicht willst, dann dauert es noch höchstens 2 Tage und ich bin eine uralte Frau.
Maxi, bitte. Du bist doch schon einer von uns. Du kannst es nicht ändern. Verstehe. Wenn deine Freunde gewinnen, stirbst du genauso wie wir. Würde eher sagen, Vampir. Sie hat mir gesagt, dass sie angreifen werden. Und warum hast du uns nicht gewarnt? Weil er mich getötet hätte. Das hättest du auch verdient. Und weil ich nicht wusste, dass ich sie liebe. Wow. Volltreffer, Blossom. Die Fältchen sind weg. Hey, Maxi. Glaubst du noch immer, dass du dich auf der richtigen Seite befindest? Neues Spiel, neues Glück. Und der Verlierer beginnt. Und was glaubst du jetzt? Spielst du immer noch auf der richtigen Seite? Ja. Und ich wünsche mir immer noch, dass du verlierst. Baban? Joschka? Seht ihr die Seile? Ja. Vor uns. Und hinter uns. Direkt bei den Toren. Da müsst ihr hin. Das will ich sehen. Und wir fangen an. Du kennst meine Antwort. Maxi, ihr habt keine Chance. Das Licht wird euch töten. Wir sind doch schon tot. Wir haben Maxi verloren. Ja. Und das war alles umsonst. Hört ihr? Es gibt keine Märchen, die wahr werden können. Dann musst du ihr helfen. Ihr müsst das Märchen wahr werden lassen. Eure Liebe kann Leon und Maxi erlösen. Blossom. Sie braucht dich. Maxi braucht dich. Aber das gebe ich dir gerne. Nur für einen einzigen Sonnenaufgang, den du gar nicht beachtest. Du beachtest ihn nicht, weil du ihn jeden Tag siehst. Jeden Tag. Hörst du? Und was ist mit dir?